Am 10. September 1805 besuchte der 17-jährige Student Josef von Eichendorff den Stubenberg. In seiner Novelle »Viel Lärm um nichts« gibt er seine Eindrücke vom Stubenberg mit folgenden Worten wieder. Welchen Genuss uns die himmlische Aussicht bis Magdeburg, von der einen Seite in den düsteren schwarzen Harz, von der anderen Seite auf ein romantisches Dörfchen zu Füßen, verschafft, ist unbeschreiblich. Am 11. April 1885 fiel auf dem Stubenberg die Entscheidung zum Bau einer 17 Kilometer langen Schmalspurbahn von Gernrode nach Harzgerode. Wir befinden uns hoch über den Dächern von Gernrode, auf dem geschichtsträchtigen Berg. Das hier 1754 als ehemaliges Herrenhaus errichtete Gebäude erlebte seither eine wechselvolle Geschichte. Im Jahre 1910 wurde es zu einem Hotel mit der Bezeichnung Kurhaus ausgebaut. In den 40er Jahren war der Stubenberg für kurze Zeit Quartier amerikanischer Soldaten. Danach wurde er lange Zeit als FDGB-Ferienheim betrieben. 2002 befand sich das Hotel in privater Hand mit der Bezeichnung Panorama Hotel Stubenberg. Ab 2003 wurde es für die Öffentlichkeit geschlossen und als Seminarhaus genutzt. Derzeit finden hier Umbaumaßnahmen statt. Die neuen Besitzer, Henry Keilwitz und Christine Rönsch, haben sich schon lange in das Haus und seine Aussicht verliebt und es im Juli dieses Jahres erworben. Die beiden sind Quereinsteiger, betreiben aber seit einigen Jahren erfolgreich eine Pension in Ballenstedt. Hier ist man voll und ganz auf Biker eingestellt und das findet sich auch im neuen Konzept für das zukünftige Hotel Stubenberg wieder. Damit sind wir immer gut gefahren, sagt Biker Henry Keilwitz und lacht über die Doppeldeutigkeit seiner Worte. Zukünftig werden die Gäste auf 2 Etagen in insgesamt 18 Hotelzimmern übernachten. Imposant ist der gastronomische Bereich des Objektes. Ein großer Biergarten, mehrere Restaurants und Räumlichkeiten für Feierlichkeiten werden momentan ausgebaut. Es gibt auch eine gemütliche Bar, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb genommen werden soll. Die größten Schwierigkeiten bereitet dem Unternehmerpaar das Abwasser- und Brandschutzkonzept für das Haus. Das muss alles Anfang des nächsten Jahres fertig sein. Damit steigt und fällt unser Vorhaben, so Keilwitz. Die Heizungsanlage funktioniert mittlerweile. Es waren im leerstehenden Hotel alle Kupferrohre entwendet worden und mussten ersetzt werden. Aber das Paar schaut optimistisch in die Zukunft und hat als Eröffnungstermin den 1. Mai 2012 fest im Blick. Dann können sich Besucher und Gäste auf Events wie Spanferkelessen, Grillabende und Candlelight-Dinner freuen. Der Bauherr Fürst Viktor Friedrich von Anhalt-Bernburg ließ das Haus 1754 bis 55 als Jagd- und Lustschloss Stubenberg errichten. Nachdem das alte Haus 1914, 1915 abgerissen und kurz darauf nach altem Vorbild neu errichtet wurde, diente es zu DDR-Zeiten als FDGB-Ferienheim. Seit das Gebäude ab 2002 als Seminarhaus der Lichtarbeiter genutzt wurde, verwehrte man der Bevölkerung den Zutritt zum Gebäude. 2008 wurde in dem Gebäude ein Brand gelegt, der aber keinen größeren Schaden angerichtet hatte. Weiterhin wurde darin randaliert und diverse Einrichtungsgegenstände gestohlen. Vor 2 Jahren, 2011, haben Christine Rönsch und Henry Keilwitz das Haus gekauft und bis zum Oktober des vergangenen Jahres, 2012, mit renoviert und saniert. Wir berichteten von den Sanierungsarbeiten und schauten den beiden über die Schulter. Heute sind die aufwendigsten Umbauten, wie zum Beispiel die neue Abwasserleitung oder alle Belange des Brandschutzes, erledigt. Seit dem 12. Juli 2011, also dem Kauf des Gebäudes, bis heute sind fast 1,5 Jahre vergangen. Zeit, den neuesten Entwicklungsprozess mal unter die Lupe zu nehmen. Also wir haben das Haus ja im Jahr 2011 gekauft, haben seitdem auch angefangen zu renovieren, umzubauen, neue Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel Abwasser, Brandschutz, das musste alles von Amts wegen erledigt werden. Ja, das war eine riesen Planungsphase, die wir mit unserem Architekten erstmal durchlebt haben. Weiterhin haben wir die ganzen Zimmer hier renoviert, das Restaurant renoviert und
Ja, den Eingangsbereich vom Hotel, den haben wir jetzt auch erstmal renoviert, um überhaupt erstmal einen kleinen Start zu haben. Ja, es ist ja noch keine komplette Eröffnung des Hotels, es ist erstmal eine Teileröffnung, die wir jetzt durchhaben. Und jetzt ganz am Schluss haben wir noch den Saal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, neu eröffnet, Ende Januar. Und ja, jetzt läuft der ganz normale Restaurantbetrieb erstmal bis Ende März und ab April kommt dann auch die Übernachtung für Hausgäste dann dazu. Nach mehr als einjährigem Umbau und Renovierungen fand die erfolgreiche Eröffnung am 2. Dezember des letzten Jahres statt. Das Haus verfügt über 19 Zimmer, ein à la carte Restaurant, einen Kronleuchtersaal und einen Biergarten. Doch eigentlich sollte die Neueröffnung schon früher gefeiert werden. Ja, also wir haben das Haus ja damals übernommen. Wir hatten im Vorfeld nicht die Möglichkeit, das richtig in Augenschein zu nehmen. Und als wir es dann übernommen hatten, haben wir dann erstmal das ganze Ausmaß begutachtet und haben dann erstmal festgestellt, dass die Schäden doch gravierender sind als zuerst angenommen. Ja, die ganzen anderen Maßnahmen wie Brandschutz und so weiter, das war alles klar. Im Vorfeld schon, was wir da erledigen müssen. Aber der Rest, was jetzt wirklich im Haus zu machen ist, angefangen von der Reparatur der Heizung, weil hier Kupferdiebe unterwegs waren und so weiter, bis hin hier zur Abnahme des Flurs und sonst was, waren doch viele Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, was im Vorfeld nicht zu erkennen war. Ja, das ist eins unserer Zimmer, die wir hier im ersten Obergeschoss haben. Diese Zimmer sind alle gleich ausgestattet, die sind alle mit Balkon. Ja. Wie gesagt, als wir das damals übernommen haben, war hier auch nichts mehr drin, kein Teppich, keine Möbel. Diese Balkontüren, die gab es nicht, die waren zugenagelt mit Rigips und so weiter. Und ja, das waren eigentlich dann unsere Zimmer, die wir zum Schluss erst fertiggestellt haben. Dafür sind es allerdings auch die schönsten und die räumigsten. Alle Zimmer haben Dusche, WC. Und die schönen großen Zimmer haben sogar eine schöne Eckbadewanne, dass man sich so ein paar schöne, lauschige Abende machen kann. Und einen wunderschönen Ausblick. Flur mussten wir auch komplett machen. Da war nur noch, war nichts mehr da dran. Es war alles schwarz, der Putz war abgeklappt. Hier war alles zugenagelt mit Brettern. Es war kein Fenster mehr drin. Ja, die Elektrik musste neu gemacht werden. Die Lampen, das Geländer, es war nichts mehr da. Es war kein Teppich drin. Also es sah furchterregend aus. Wer die Angebote des Hotels Stubenberg ausprobieren möchte, ist jederzeit eingeladen. Montags bis freitags sind die Türen des Hotels von 15 bis 22 Uhr geöffnet und am Wochenende von 11.30 Uhr bis ebenfalls 22 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag. Im Internet kann man sich ausführlich zum Hotel Stubenberg, zur Historie und den Angeboten informieren. hotel-stubenberg.de. Einen Veranstaltungstipp gibt es gleich jetzt. Am 8. März lädt das Hotel Stubenberg zum Frauentag mit DJ Nando ein. Ab 18.30 Uhr kann man hier mit Buffet und Begrüßungsgetränk für 38 Euro feiern. Karten können Sie unter der 039 485 919 151 vorbestellen.